Ich bin wirklich ein sportlicher Mensch in einem unsportlichen Körper. Ich bin ein reicher Mensch mit nicht allzu viel Geld. Ich bin ein Rennfahrer in einer Kiste, wo der Rollstuhl reinpasst. Diese ständigen Gegensätze, die bin ich eigentlich. Das Ziel von uns Menschen ist leider seit den 50er Jahren dasselbe. Wir erarbeiten uns nicht mehr den Himmel, sondern wir leben heutzutage, um zu werden, wer wir sind. Und gleichzeitig, um das zu tun, was andere von uns wollen. Wie schaue ich aus? Kann ich mich so integrieren? Oder können Sie sich sagen, eigentlich ist das Gesicht eh immer das Gleiche? Sie brauchen sich gar nicht mehr duschen. Ab wann müssen Sie sagen, ich muss etwas manipulieren? Da beginnt Ihre eigene Integration. Muss es mir schlecht gehen, weil der Kunde schlecht gelaunt ist oder weil der Chef schlecht gelaunt ist? Oder kann ich mir sagen, ich bin nur der Mitarbeiter, der hier das Regal einräumt? Für das Glück braucht man nicht zwei Beine. Für das Glück braucht man auch nicht ein Bein. Da genügen keine Beine. Man braucht auch für das Glück nicht zwei Hände. Ich denke, das, was man wirklich braucht, ist Beziehung. Eine gute Beziehung, entweder mit dem Beruf, den man hat, mit der Frau oder mit dem Mann, den man hat, oder mit den Kindern. Aber Beziehung ist das Eigentliche. Wenn das Ich schrumpft, dann wird es schwierig, weil dann können wir uns nicht mehr konzentrieren. Dann konzentrieren wir uns nämlich auf den Chef. Dann sagen wir, 5 vor 8, ich bin schon da, zum Glück. Ist er schon da oder nicht? Hat er schon geschaut? Dann versuchen wir, alle anderen Faktoren dieser Leistungsfähigkeit unterzuordnen. Ich sehe sowohl als Autor als auch als Speaker. Dort sehe ich eigentlich die Zukunft, auch mit Workshops, Kommunikationstraining, weil man mit der Behinderung sehr auf die Kommunikation achten muss. Ob ich will oder nicht, ich befürchte, es liegt mir einfach. Und deswegen versuche ich, das weiterzugeben.